Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zur vierten Folge der Hallenmeisterschaften. Ich habe gesagt, es geht Schlag auf Schlag und heute haben wir schon das 16. Finale Gruppenphase, also doch relativ schnell überwunden. So sieht das Ganze aus. Ihr habt den Überblick in der Videobeschreibung und in den Kapitelmarken könnt ihr schnell zu eurem Lieblingsclub springen. Ich empfehle euch natürlich sowieso alles durchzugucken, komplett, auch wenn eure Mannschaft schon rausgeflogen ist. Ich finde es trotzdem ganz spannend. Los geht's jetzt mit Duisburg gegen Ferl. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Da sind wir schon am vierten Tag der Hallenmeisterschaften 2020. Duisburg gegen Ferl, das erste 16. Finale. Duisburg in Schwarz, Ferl in Weiß. Sie fangen den Ball im Mittelfeld ab und dann geht's schnell nach vorne. Lang lässt sich da gar nicht groß auf Spielchen ein. Na gut, so einen kleinen Roulette-Trick muss man ihm zugestehen, macht er gut. Und dann drischt er ihn rein. Weinkauf muss hinter sich greifen. Der SC Ferl setzte sich gegen Leipzig und Braunschweig durch, beziehungsweise zumindest gegen Braunschweig. Leipzig ist ja auch weitergekommen, aber das, was Ferl hier abriss, das war schon dann ziemlich stark und erstaunlich gut. Der MSV Duisburg hatte ja eine Vierergruppe zu bewerkstelligen, auch da setzen sie sich durch. Und jetzt im zweiten Durchgang mussten sie kommen. Schön, sehr schön, Orhan Ademi. So macht man das, bekommt den Ball vom Keeper ein-, zweimal mitgenommen und dann reingedroschen. Eigentlich eine schwache Ballmitnahme, aber Ademi macht mit Abstand noch das Beste draus. Und Vincent Vermey haut den Ball hier an den Pfosten. Duisburg braucht ein Tor für die Verlängerung. Die würden wir bekommen und es gibt nochmal eine Möglichkeit. Bitter! Und da macht er seinem Namen alle Ehre mit dieser Szene. Bitter für Duisburg, sie fliegen raus. 1-2, der SC Ferl siegt und kommt weiter. Spiel Nummer 2, RB Leipzig gegen den VfB Lübeck. Sollte Leipzig gewinnen, würde man also schon wieder auf den SC Ferl treffen. Das hat der Turnierbaum so ergeben. Der VfB Lübeck, er hat sich gegen Heidenheim und Werder Bremen durchsetzen können. Hier aber gegen RB Leipzig sah es ganz schlimm aus. Kevin Campbell hämmert das Ding ein, geht gar nicht noch ein Stückchen, sondern haut gleich drauf. Reda muss hinter sich greifen und hier jetzt vom VfB Lübeck mal schnell und gut nach vorne gespielt. Heute wieder in diesen weißen Trikots mit den roten Hosen. Sieht irgendwie nicht aus wie VfB Lübeck, ist aber VfB Lübeck drin. Und der rote Bulle, der Gemeine hier, der muss eigentlich sich ärgern, nicht 2-0 zu führen. Zweiter Durchgang. Nächste Möglichkeit, Upamecano. Er macht es dann besser. 2-0 RB Leipzig. Der VfB Lübeck hatte jetzt noch ganz viele Probleme, das Ding hier zu drehen. Zwei Tore, um in die Verlängerung zu kommen, war relativ aussichtslos. Knapp über eine halbe Minute noch zu spielen. Gruppe noch einmal. Gruppe schön durchgespielt, aber es sollte irgendwie nicht passen. Deichmann, nein, er kommt nicht zum Abschluss. Campbell dazwischen. Dann blieb's beim 2-0. RB Leipzig setzt sich durch in die nächste Runde und wir müssen uns vom VfB Lübeck verabschieden. 1860 München gegen Hoffenheim. Das nächste 16. Finale, das wir uns mal ganz genau betrachten wollen. Ballgewinn von Nordveit, der ist kein Torjäger, deswegen scheitert er hier auch an Hiller. Gute Parade des Münchner Keepers. Das hätte ganz frühe Führung sein können, ansonsten nicht viel los im ersten Durchgang. Aber es gab nochmal eine Chance hier für Kirin Moll und Dressel, aber beide kommen nicht durch. Zweiter Durchgang, jetzt wieder Hoffenheim. Bebu, Ilas, Bebu, Spielchen, Spielchen, Bebu, Nordfight und am Ende Mölders, der das Ding klärt und umleitet auf die andere Seite. Möglichkeit, wieder Dressel. Stark von Philipp Pentke in der Szene. Was ist los? Gibt es hier keine Tore? Wir sind doch in der Halle, da passiert doch eigentlich immer was. Kein 0-0, das es hier gab. Und Klaus erinnert daran auch erstmal wieder was. 1-0 für Hoffenheim, setzt sich da stark durch. Klaus schmeißt sich danach gegen den Zaun und es sah weiterhin ganz gut aus für Hoffenheim. 1860 konnte nicht mehr kommen, Nordfight nochmal im Pech hier, Hiller im Glück, der sich dann irgendwie komisch auf den Ball setzt. Es bleibt beim 1-0 ein relativ knappes Ergebnis, aber schon verdient. Hoffenheim schmeißt 60 raus. Der VfB Stuttgart war in der Gruppenphase richtig schießwütig und hat da 11 Tore erzielt. Das war die beste Quote einer Mannschaft in der Gruppe. Und das, obwohl sie nur 2 Spiele hatten hier gegen den 1. FC Saarbrücken.
Ja, mussten sie erstmal aufpassen, nicht in Rückstand zu geraten. Saarbrücken macht hier richtig Alarm. Müller noch einmal. Müller und Kobel, der die Arme hochreißt. Im DFB-Pokal fehlt er, er ist jetzt wieder dabei. Und der VfB Stuttgart. Bis zum zweiten Durchgang mussten sie warten mit einer dicken, fetten Chance. Waldemar Anton macht es dann aber. Der Innenverteidiger auch wieder aufgerückt. Wie gesagt, das Positionsspiel in der Halle hier sowieso nicht so hoch zu hängen. Sehr gut von Anton. Und der erste FC Saarbrücken, er musste antworten, hat aber noch genug Zeit. Trotzdem wollte er sich die nicht nehmen. Bösel mit dem Ausgleich. Also wieder komplett ausgeglichen und es roch so ein bisschen nach Verlängerung. 20 Sekunden aber noch. Saarbrücken wollte es so regeln. Mendler, der hat ein wunderbares Tor erzielt und jetzt scheitert er hier am Pfosten und an Kobels Rücken. So, und dann war tatsächlich erstmal Feierabend. 1:1. Es ging also in die Verlängerung. Zweimal eine Minute. Wer hatte jetzt das Glück auf seiner Seite oder das Können? Es ist Müller, der gegen die Laufrichtung abschließt, vorbei an Gregor Kobel und den Ball versenkt. Das 2:1 für den ersten FC Saarbrücken und der VfB Stuttgart in Nöten. Halbe Minute im zweiten Durchgang noch zu spielen. Starke Parade von Batz. Der erste FC Saarbrücken hier mit etwas Dusel in dieser Szene. Dann dribbeln sie da hinten rum. Der VfB Stuttgart etwas neben sich. Bösel, Mendler. Auch ein schöner Trick. Und dann Pfosten, Pfosten, Pfosten. Und damit ist tatsächlich das Gebälk gemeint. Und kein Spieler. Also keine Beleidigung an dieser Stelle. Wunderbar. Paff, paff, paff und er geht rein. 3:1, der erste FC Saarbrücken schmeißt Stuttgart raus. Tolles Spiel in der Verlängerung, dann der verdiente Sieg für Saarbrücken. Frankfurt gegen Uerdingen, also ein weiteres 16. Finale. Warum sage ich das eigentlich immer dazu? Wir gucken uns heute nur 16. Finalspiele an. Uerdingen auf jeden Fall in Weiß, das ist Dorda, der früh zuschlägt. Vorbei an Kevin Trapp ins kurze Eck, da sieht er nicht so ganz glücklich aus, der Kevin, aber war eben auch ein wuchtiger Schuss mit Gewalt und mit Zielstrebigkeit, würde ich mal sagen. 1,5 Minuten schon abgelaufen im ersten Durchgang. Frankfurt mit Kamada kam die Antwort und auch das ist ein ganz schöner Hammer, der hier ausgepackt wird. Vorgelegt von André Silva, ganz schön offensiv aufgestellt. Kamada, André Silva und Barkok bei Frankfurt. Aber das machte vielleicht in der Defensive so ein paar Probleme. Der KFC Uerdingen kommt mit Kiprit und zum 2:1. Wieder ins kurze Eck. Gut, das ist hier in der Halle durchaus des Öfteren möglich. Man hat das Gefühl, die spielen da teilweise mit einem ultraleichten Ball, so wie die Bälle hier fliegen. Kann schon sein, die Gewalt im Fuß habe ich nämlich nicht. Kiprit, Grimaldi, 3:1. Oh, oh, oh. Und jetzt wird es langsam knapp. Etwas über eine Minute nur noch zu spielen im zweiten Durchgang. Das heißt Uerdingen auf Kurs Achtelfinale oder hatte Frankfurt nochmal die passende Antwort parat? Nur noch über eine halbe Minute zu spielen. Dorda zu Grimaldi. Grimaldi quergelegt, Göbel und jetzt wurde es auch heftig. Das war natürlich die Entscheidung mit dem 4:1 und Eintracht Frankfurt drohte jetzt hier unterzugehen. Bis dahin waren sie sehr gut im Turnier, als Tabellenerster weitergekommen. Wurde jetzt problematischer und sie bekamen sogar noch einen rein. Grimaldi mit dem 5:1. Die Eintracht muss sich leider jetzt schon aus dem Turnier verabschieden, aber Uerdingen hat hier richtig aufgedreht und gewinnt verdient. Ja, zu hoch natürlich, aber trotzdem verdient mit 5:1 gegen Frankfurt. Nürnberg-Darmstadt gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. Klub gegen Lilien. In der zweiten Liga gab es da einen Sieg für Darmstadt, einen ganz späten. Hier war es ein ganz früher Treffer. Felix Platte nach 16 Sekunden schlägt dazu ein super Tor. Kann ich nicht so viel zu sagen. Da ist Martinia komplett chancenlos. Felix Platte, wenn er auf dem Feld, auf dem Großfeld noch so erfolgreich wäre, das wäre eine schöne Sache. Zumindest für ihn. Sörensen. Abgefälscht, Stoß und dazwischen nicht der Ausgleich. Nürnberg aber arbeitete am 1:1. Das bedeutete auf der anderen Seite auch ein bisschen Platz für Holland und Co. Quergelegt, Kempe 0:2. Schwierig jetzt für den ersten FC Nürnberg, der es eben versuchte, aber dadurch in der Defensive komplett offen war. Über eine halbe
Minute war hier nicht mehr zu gehen im ersten Durchgang. Und da kam nochmal Platte den abgefälschten Schuss, den abgestaubten Ball. Den nimmt dann Kempe an sich, drischt ihn ein. 0:3. Ziemlich brutal, weil Nürnberg vor allem in der Vorwärtsbewegung immer den Ball verloren hat. Das war relativ unnötig. Dosu 0:4, es war auch fast jeder Schuss ein Treffer, muss man auch dazu sagen. Sieht ein bisschen aus dann wie Thomas Müller, dieser Jubel. Nicht unbedingt sympathisch, aber zielstrebig und dann eben auch, ja, erfolgreich. Und das ist ja das Wichtige. Was macht Martenia da? Irrt irgendwie und dann ist es auch ein ganz komischer Fehler mit Sörensen da im Zusammenspiel und 0:5. Der erste FC Nürnberg schlug sich jetzt, hat er auch nicht mehr so richtig Bock, kann man auch verstehen, wenn es 0:4 steht, aber den Ehrentreffer, den wollten sie haben und den konnte Schleusener dann auch mit etwas Glück erzielen, gibt aber leider keine Wiederholung, da ist nicht Verlass auf die Regie, es blieb beim 1:5, dann war nämlich Feierabend, auch das ein ziemlich heftiges Ergebnis, Darmstadt auf jeden Fall eine Runde weiter. Drittliga-Duell im 16. Finale, SV Meppen gegen den ersten FC Magdeburg, M gegen M. Und da hat Meppen eben wieder diese Fastfood-Restaurant-Kleidung an. Es sieht nicht gut aus, aber es spielt sich darin scheinbar ganz vernünftig. Sehr gute erste Möglichkeit für Meppen. Magdeburg in Schwarz heute etwas schlichter unterwegs. Schöner Ball nach vorne und das ist von Maler... Krowski, ein wunderbarer Treffer, schön angenommen, schön abgeschlossen, 1:0 für den FCM, Brustannahme und dann Fallrückzieher, Seitfallzieher, so ein Hybrid daraus. Fast schon Pause, aber eben auch nur fast Krüger mit dem Abpfiff. Hätte er keine Sekunde später abschließen dürfen, dann hätte es nämlich nicht mehr gezählt, Krüger vom Pfosten rein, 1:1, also zur Pause. Der erste FC Magdeburg hätte gerne die Pausenführung gehabt, aber sollte eben nicht sein. Bitroff schön quergelegt, diesmal Domaschke aber da, der parieren kann. Nochmal Domaschke. Der hier, der beste Player, momentan der beste Player, oh Gott, der beste Spieler hier auf dem Feld, im Sinne eben des Torwarts. Magdeburg aber war besser, wieder Domaschke. Glück für den SV Meppen. Noch 20 Sekunden in der regulären Spielzeit. Es roch so ein bisschen nach Verlängerung und dann kommt da dieser Bock, den Armin ausnutzen kann. 2:1 Meppen. Super, den runtergeholt, den Ball und dann schnell abgeschlossen. Also Meppen am Ende doch mit dem Sieg glücklich und mit Domaschke. Der VfL Bochum tritt gegen Türkgücü München an. Der Bochumer Fan konnte begeistert sein von dem, was er hier sieht. Wenn jemand zugesehen hätte, Simon Zoller bekommt den Ball da vorne. Nimmt nicht nochmal an, sondern haut gleich drauf. Super stark gemacht. Dann hier Riemann, der einen Strafstoß verursacht. Aber wer will bei diesem Tor denn bitte einen reinmachen? Böhre scheinbar, weil Riemann einfach neben das Tor springt. Ja, neben dem Tor kann man auch keinen Ball halten. Vielleicht in der Halle schon, weil da so viel daneben gebolzt wird, aber ja, das war fast ein Geschenk von Riemann. 1:1 also, zweiter Durchgang. Der VfL Bochum kam aber wieder mit Sylvain Jean-Voula. 2:1 VfL Bochum, vollkommen verdient. Türkgücü München war nicht so richtig gut, muss man sagen, eben nur durch diesen Strafstoß erfolgreich. Eine Minute noch etwa zu spielen in der zweiten Hälfte. Gerrit Holtmann kommt nicht durch. Der Ball fällt zu Sylvain Jean-Voula. Aber jetzt dann doch Holtmann bekommt den Ball auf den Fuß serviert. Wir bekommen keine Wiederholung serviert. Aber Bochum gewinnt mit 3:1 und zieht in die nächste Runde ein. So, Rote Teufel gegen Hannover 96. Keine Ahnung, was der Spitzname von 96 ist. Auf jeden Fall nicht die Roten Teufel, denn das waren die in Schwarz gekleideten Kaiserslautra und Uth mit dem Schuss. Bachmann mit dem Rebound, den er dann humorlos unterbringt im Tor. Gut pariert erst noch, dann aber im zweiten Nachfassen für Esser gar nichts mehr zu holen. Hannover 96 hatte hier wirklich seine Probleme, damit umzugehen. Weidand bekommt er mal einen Abschluss. Lindenmeiner, nein, er kommt einfach nicht durch. Von Kaiserslautern gut verteidigt. Wir springen in den zweiten Durchgang.
Der erste FC Kaiserslautern nicht mit der größten Souveränität. Meiner zu Mike Franz. Bahic, gute Parade. Meiner nochmal. Aber Aftus Bahic unüberwindbar, scheinbar. Und wieder Kaiserslautern. Esser mit der Faustabwehr. Es geht in die Gegenrichtung. Weidand. Sehr schön. Aber Bahic bleibt hier nach wie vor diese Wand. Nur noch 20 Sekunden zu spielen. Mike Franz nochmal. Mike Franz, Hübers, Kraus. Was machen die denn da? Das sieht ja ganz schlimm aus. Und so steht's. 1-1. In der Verlängerung, die es dann gab, passierte gar nichts. Das heißt, wir schauen uns ein Elfmeterschießen an. Oder na, ein Strafstoßschießen. 9-Meter-Schießen dürfte es in der Halle sein. Es war wirklich ganz schlimm. Alle haben verschossen und so auch Weidand. Der hätte das Ding hier entscheiden können. Jetzt Yannick Bachmann, der trifft. Ganz knapp vorbei an Michael Esser und die Entscheidung lag jetzt auf dem Fuße von Linden Meiner, der sich da versucht im Duell mit Aftus Bahic, aber das Tor eben klein. Meiner schießt vorbei, Aftus Bahic behält die Überhand. Also, Lautern gewinnt im Strafstoßschießen mit 1-0. Da wäre ich fast aus Versehen geneigt gewesen zu sagen, Drittliga-Duell, Haching gegen Würzburg. Nein, Würzburg ist ja Zweitligist und das ist auch richtig so. Nach 18 Sekunden ging dann aber der Drittligist tatsächlich, der echte, in Führung durch Hufnagel. 1-0 für Unterhaching, vorbeigeschoben an Fabian Giefer, der da irgendwie so ganz glücklich auch nicht aussieht. Mantel schmeißt sich hier auf den Ball, erst mit einer guten Parade, dann begräbt er ihn unter sich. Unterhaching dann mit dem Gegenangriff über Greger, ein paar nette Dribbeleinheiten, Hufnagel, aber nicht mit dem Doppelpack. Diesmal ist Fabian Giefer da, immer noch im ersten Durchgang. Unterhaching macht hier mächtig Power, Greger, boah, das nimmt er dann gerne an, dieses Geschenk, wenn er da nicht so richtig angegriffen wird, beziehungsweise das dann auch gut macht. Okay, er wird wirklich nicht angegriffen und Giefer, der hat den Fuß eigentlich noch da, dann zieht er ihn weg, als würde er wollen, dass der Ball reingeht. Ist natürlich nicht so in der Halle als Kommentator leichter gesagt als Keeper getan. Es passierte dann noch das nächste, ja, Eigentor Everton, aber wie gesagt, in der Halle gibt es keine Eigentore. Der Treffer gilt hier, Hasenhüttl 3-0 für Haching. War alles klar, nochmal hier Hasenhüttl mit der Hacke zurückgelegt, das war jetzt schon ein bisschen anmaßend, aber wenn man es dann so vollendet, ist das auch wohl irgendwie in Ordnung. 4-0 Hasenhüttl mit der nächsten Bude. Unterhaching hatte hier alles komplett unter Kontrolle. Würzburg wollte zumindest den Ehrentreffer. Dominik Baumann schön rübergelegt. Hansen zu Everton, da hatten sie einen Ehrentreffer. 19 Sekunden vor dem Ende, also zumindest noch das 4-1. Es sollte natürlich am Ende nicht mehr wirklich viel ausmachen, aber Everton gönnt man das dann doch irgendwie. 4-1 gewinnt und Unterhaching zieht in die nächste Runde ein und Würzburg muss sich aus dem Turnier raushalten. So, wir sind bei Waldhof gegen Regensburg angelangt, bewegen uns langsam auf der Zielgeraden des 16. Finals, aber noch lange nicht am Ende. Matanovic hat da auch Bock. Matinovic, so heißt der gute Mann richtig, zieht hier ab und holt sich den 1-0 Erfolg für sich ganz persönlich ab. Aber er wird im Endeffekt sagen, alles für die Mannschaft. Ist ja auch irgendwie logisch, wenn deine Mannschaft rausfliegt, kannst du nämlich auch keine Tore mehr schießen. Das ist eine relativ einfache Regel, die kann ich mir auch merken. Und hier ist es dann aber erstmal Aaron Opoku, der dem ganzen Mannheimer Gedankenspiel einen Strich durch die Rechnung macht, der hier den Ball vorgelegt bekommt und dann eigentlich nur noch einschieben muss, es ganz gut macht. 1,5 Minuten erst gespielt, war ein munteres Spielchen. Hofrat, der sich hier durchsetzt an der Bande, war fast schon nicht mehr erlaubt, aber es wurde nicht abgepfiffen. Zu Recht natürlich, 2-1 dann für Hofrat. Da wäre uns dann auch dieses Tor hier erspart geblieben und das wollen wir ja nicht. Das ist ein wunderbarer Treffer zum 2-1. Zweiter Durchgang, Regensburg kam und Regensburg kam. Was ist denn das? Hein, Pfosten, Pfosten, Rücken, Pfosten, irgendwie aber der Ball nicht im Tor. Stattdessen der Gegenangriff, der läuft hier am Stück und Hofrat mit dem 3-1. Da war jetzt ein bisschen Glück dabei für Waldhof Mannheim, um nicht zu sagen ziemlich viel Glück.
Das ist aber in der Halle auch teilweise vonnöten, vor allem wenn man sich gegen 57 andere Mannschaften durchsetzen will. Ein paar hat Waldhof schon hinter sich gelassen, auch Regensburg werden sie wohl hinter sich lassen, der SSV Jahn, aber er gab sich noch nicht auf. Opoku nochmal, 10 Sekunden vor dem Ende mit dem 3:2, aber das kann ich vorwegnehmen, das war dann schon die letzte Szene in diesem Spiel, die spannend war. Waldhof Mannheim gewinnt am Ende knapp mit 3:2 und hat auch Glück, dass Regensburg Pech hatte. Karlsruhe gegen Heidenheim. Zweitliga-Duell. Ja, das ist es hier. Zwischen weißen Karlsruhern und blauen Heidenheimern. Ging gut ab bei Heidenheim. Schöner Ball auf Christian Kühlwetter, der haut das Ding dann rein. Der ist richtig gut angekommen beim ersten FC. Und hier ist dann Marius Gersberg überwunden. Der KSC war nicht so ganz wach hier. Stand nicht richtig gut auf dem Feld. Föhrenbach, Kühlwetter 0:2. Marius Gersberg staucht da erstmal seine Mannschaft zusammen. Zu Recht. Aber er steht halt auch irgendwie ein bisschen neben sich. Kann vielleicht auch rauskommen. Naja, diese Torwartfrage in der Halle immer so ein bisschen obsolet, sowieso, wenn die Bälle eh reingehen. Kühlwetter nicht mit dem 3:0, aber teuer kauft, der das Ganze abstaubt und die Lage für den Karlsruher Sportclub nahezu aussichtslos macht. Sie hatten zwar noch 3 Minuten Zeit und da kann man auch 3 Dinger erzielen. Der KSC weiß das ganz genau, aber so viel ging dann nicht mehr. Trotzdem, sie gaben sich nicht auf. Jung nochmal ein paar nette Dribbeleinheiten, 1:3. Und eine Minute 50 war ja noch zu spielen. Doch Karlsruhe kam nicht mehr so richtig zum Zug, blieb dann beim 3:1. Heidenheim setzt sich durch, gewinnt mit 2 Toren Unterschied und Karlsruhe ist leider raus. Borussia Mönchengladbach gegen Greuther Fürth, das ist das Spiel, das wir uns jetzt betrachten, habt ihr vermutlich auch schon erraten, aber ich wollte es noch einmal unterstreichen. Fürth in Weiß landete den Pokal-Coup gegen TSG Hoffenheim hier. Vor allem auch der Coup gelungen gegen Mainz, als Emil Berggren 3-mal zuschlug, als man schon glaubte, eigentlich ausgeschieden zu sein. Dann setzte man sich noch gut weiter in den Playoffs durch. Hier aber gegen Borussia Mönchengladbach konnte man nicht mehr so richtig brillieren. Man hatte zwar Möglichkeiten, aber der Treffer gehörte dann der Fohlenelf Breel Embolo mit dem Führungstreffer. Zweiter Durchgang schon. Borussia Mönchengladbach kam wieder nach vorne. Valentino Lazaro 2:0. An Burchardt vorbei. Nicht mal der Tunnel ist ihm da gestattet. Den schiebt er dann einfach rein. Naja, Hauptsache die Pille ist drin. Große Aufgabe jetzt für Greuther Fürth. Aber Raum wollte sich der Sache annehmen. Da sieht dann Sommer aber auch nicht gut aus. Jan Sommer, der da den Fuß nicht mehr rausbekommt. Das ist jetzt kein strammer, straffer Hardcore-Schuss. Der wird da einfach langsam eingeschoben. Aber aus der Distanz lässt sich das dann auch relativ schwierig parieren. Und nochmal Fürth mit Mergin Mavrai 24 Sekunden vor dem Ende und tatsächlich das 2:2. Das kam jetzt so ein bisschen aus dem Nichts, dass doch plötzlich die Fürther wieder da waren in diesem Duell gingen. Also in die Verlängerung. Borussia Mönchengladbach musste sich jetzt nochmal 2 Minuten bemühen, aber Greuther Fürth eben auch die Möglichkeit und mit dem Momentum auf der Seite, aber Valentino Lazaro will von Momentum irgendwie gar nichts hören. Er macht das 3:2 mit einer schönen Einzelaktion, dribbelt da einfach in die gegnerische Hälfte rein, dann lässt er da ein paar Gegner alt aussehen und drischt ihn dann halt auch schön oben rein. Für Sascha Burchardt ist da nichts wirklich zu machen. Und es ging noch gut weiter für Gladbach. Toni Janschke schön zu Stefan Leiner, Embolo in der Mitte mit dem 4:2 und das war jetzt in der Verlängerung in der ersten Halbzeit dann schon fast so etwas wie die Entscheidung. Denn Greuther Fürth konnte sich nicht mehr wirklich aufrappeln. Es gab noch eine erste Hälfte weiterhin. Leiner 5:2. Das Endresultat in den letzten 60 Sekunden passierte dann nichts mehr. Also 5:2 für Borussia Mönchengladbach. Das ist ein richtig dickes Ausrufezeichen für die Konkurrenz. Und Fürth ist raus. Union Berlin gönnt sich das Duell mit den Schanzern der FC Ingolstadt, aber möchte hier Union gerne ein Schnippchen schlagen. Schon ein schönes Schnippchen, aber das geht erstmal nach hinten los, weil Trimmel das 1:0 erzielt für Union Berlin. Wird da schön durchgespielt, dann ist Trimmel da zentral vorm Tor auch ziemlich frei
und lässt sich nicht zweimal bitten. Erster FC Union Berlin gegen FC Ingolstadt. FC Ingolstadt mit dem Ausgleich. Schröck. Aber was ist denn das? Was machen denn die Verteidiger da und vor allem der Keeper auch? Eieieiei, sieht gar nicht gut aus. 1:1. Union Berlin lädt Ingolstadt ein zum Treffen. Paulsen holt sich den Ball und wieder Schröck. Ja, und wieder Schröck, der macht das nächste Ding. 2:1, dann ein wunderbarer Purzelbaum. Sehr artistisch, wenn man kein Flickflack kann, dann macht man eben den Purzelbaum. Aber den muss man auch erstmal können. Er kann ihn. 2:1 also für Ingolstadt, das Spiel gedreht. Union Berlin schlug sich so ein bisschen selbst. Trimmel aber hatte Lust hier nochmal. Aber Buntic, stark von Buntic, diese Reaktion muss man auch erstmal so machen. Die Chance aber nochmal mächtig unter Druck. Union Berlin wollte eine Runde weiterkommen. Nächste Chance, wieder Buntic. Da irgendwie mit den Fingerspitzen am Ball. Die Zeit lief davor, noch 60 Sekunden. Akaki Gogia hat schon einige Male getroffen im Turnier. Und Gogia scheitert aber wieder an Buntic. Es sollte nicht sein, Buntic die Wand. Vielleicht ist er bald die Krake. Nein, das wäre Kolke nicht gerecht. Aber Union Berlin verliert 2:1 gegen Ingolstadt. Vorletztes Duell, Sandhausen gegen Bielefeld, zweite Bundesliga gegen Bundesliga. Bielefeld wieder in diesem wunderbaren Müllmann-Orange. Es muss einem einfach gefallen, aber das Spiel an diesem Anfang gefiel einem nicht so gut. Wobei, dann kam Brunner und der verschenkt diese Möglichkeit. Da wäre doch schön was drin gewesen, aber Rick Wulle lädt dann nochmal ein. Nein, er pariert erstmal. Kevin Bürste Behrens. Kommt nicht durch. Was ist das denn hier? Warum geht der Ball nicht rein? Ah doch, dann geht er doch rein. Natai, 1:0, erst vor Sandhausen. Das war wirklich ein Hin und Her. Ging ganz gut ab, Bielefeld. Aber jetzt erstmal relativ bedient. Stefan Ortega kommt nicht mehr rechtzeitig runter. Wir springen schon in den zweiten Durchgang. Boah, Fallrückzieherversuch, auch gefährlich. Es gibt aber keine Fouls, es sei denn, es wird richtig geblutet. Aber jetzt blutet er erstmal das Herz von Bielefeld. Scheu mit dem 2:0 für den SV Sandhausen. Hätte auch früher schießen können, steht dann eigentlich viel zu dicht vor Ortega, aber mit Gewalt, wie gesagt, da kann man so einiges lösen, natürlich nur auf dem Sportplatz, liebe Freunde, liebe Kinder. Also, Scheu nochmal und Scheu mit dem 3:0, wunderbar. Ein Zuckertörchen. Sehr nett, Stefan Ortega entscheidet sich aber vorm Abschluss schon für die Parade und das kam dann noch etwas zu früh, konnte aber Bielefeld nochmal zurückkommen. Die Antwort, ja, Suku, nein, doch, Suku, ja. 3:1 und anderthalb Minuten noch zu spielen. Hätte man auch gerne den Ball aus dem Netz holen können. Wollte aber nicht. Mit etwas Glück setzt er sich dadurch. 3:1. Und Sandhausen hatte jetzt ein bisschen Angst. Fehler. Suku abgefangen. Und da ist dann Doan. Rizzo Doan mit dem 3:2, weil Rick Wulle da ja, was auch immer macht, aber auf jeden Fall stand es 3:2 und es war noch genug Zeit, über eine Minute zu spielen. Über eine Minute für Bielefeld, zumindest das 3:3 für die Verlängerung zu erzielen. Aber dann kam Kevin Bürste-Behrens nochmal und erzielt das 4:2. Der Nackenschlag, die Ernüchterung auf Seiten von Arminia Bielefeld. Dabei blieb es dann auch 4:2, gewinnt der SV Sandhausen, schmeißt Bielefeld raus und zieht ein in die nächste Runde. Einen haben wir noch. FC Bayern München gegen den FC Schalke 04. Das letzte Duell der 16. Finals. Und es ging gut los für Bujelab und seine Schalker. Erst bleibt er an Boateng hängen, aber er kommt nochmal rein in die Szene. Mit etwas Glück vor Bayern Neuer, dann auch am Pfosten noch angeschlagen. Hauptsache die Pille ist drin. Der FC Bayern München hat so seine Probleme, vor allem mit dem Verteidigen des eigenen Tores. Nach vorne ging es dann aber gut ab. Martinez mit dem Ausgleichstreffer. 1:12 waren da noch zu spielen. Aufpassen, Martinez, bitte nicht verletzen bei so einer Szene, aber das sah schon recht gekonnt aus. Der ist dann auch schön eingeschoben. Aber der FC Schalke 04, er machte hier auf Augenhöhe mit. Warum auch nicht, hat sich erst ganz spät qualifiziert für diese nächste Runde. War ja auch Tabellenerster, aber eben der Schwächste mit Lübeck zusammen. Sah man dann auch ein bisschen hier. Der FC Bayern München kam dann durch Martinez sogar zum 2:1. Sehr artistisch dieses Tor. Aber wieder Schalke mit Benito Rahman.
Irgendwie ganz komisch von Boateng, auf jeden Fall schlecht geklärt, und Ozan Kabak mit dem 2:2 noch vor dem Seitenwechsel. Also war hier doch wieder alles offen für den zweiten Durchgang. Manuel Neuer etwas unglücklich in der Szene, aber naja, kann auch mal den Besten passieren. Zweiter Durchgang, jetzt wieder die Bayern mit Jerome Boateng. Hat aber auch ganz viel Platz, dann schmeißt er sich gegen das Tor. Die Reparaturzahlung nimmt er gern auf die Kosten, auf die eigenen, wenn er solche Tore erzielt. 2 Minuten aber noch Zeit für Schalke, und sie kam mit Ozan Kabak. Schön nach vorne gespielt, Bojelab, aber er scheitert an Martinez, der den Fuß reinhält und 2 Tore schon erzielt hat und hier wieder angeht. Javi Martinez zu Müller, in der Mitte dann Choupo-Moting, der mit dem 4:2 eine Minute 10 Sekunden vor dem Schluss das Ende in diesem Duell. Schalke konnte sich nicht mehr regenerieren, so bleibt es beim 4:2. Schalke fliegt raus, Bayern kommt eine Runde weiter, und jetzt gucken wir nochmal gemeinsam kurz auf den Turnierbaum. Jo, hier haben wir dann die Ergebnisse im Überblick und den Turnierbaum. Ihr könnt euch eure Mannschaft da raussuchen. Es kann am Ende nur einen Sieger geben, deswegen ja, sind jetzt eben auch schon viele eurer Lieblingsclubs vermutlich rausgeflogen. Lässt sich nicht ändern. Trotzdem bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.